Boah, Schule ist Igitt. Schule ist so scheiße. Ich habe gar keinen Bock auf Schule. Am liebsten würde ich zu Hause Handy schauen. Mhm. Ja. Wenn es keine Schule wäre. Ist so. Am besten einfach zu Hause chillen und nicht zu dieser blöden Frau Annemeyer gehen. Ja, guck mal die Schule an, Igitt. Ist so. Ja, diese scheiß Lehrerin, Frau Annemeyer, ihr Name ist sogar eklig. Ich hab gar keinen Bock. Wenn wir Brot bescheiden, hey, guck mal, wenn wir unser Mikro bescheiden, dann macht sie Make-up und macht irgendwas, schreibt auf die Blätter und guckt uns so böse an. Ich hab Sprays in meine Tasche, wollen wir auch auf die Toilette mal? Und wenn wir uns erwischen, wir rennen weg. Okay. Ich bin. Wir sind beste Freunde für immer und bleiben auch beste Freunde bis dahin. Aber ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Morgen. Wo sitzt deine Hose? Komm, zieh doch mal hoch. Ja, guten Morgen. Müll auf der Treppe. Ich will hier durch. Sag mal, geht's noch? Stopp. Kaugummi raus. Jetzt. Okay, ach, Lilly, wie wär's, wenn du uns die Aufgabe 1 vorliest? Ich konnte sie nicht machen wegen meiner Mutter, weil sie hatte eine Fußoperation, leider. Okay, das gibt dann einfach eine Mitteilung. Ja, egal. Dann zeige ich schon nicht mal, wie die Aufgabe funktioniert. Hey, lass mich auf die Toilette gehen. Nein. Okay. Ich bin nicht gut, ich selber. Ich baste da bei den. Eigentlich halt selber. Du schon wieder, ne? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mehr Spaß machen? Gib mir sowas, was du in den Händen hast. Gib mir sowas, was du in den Händen hast. Warum? Gib mir das jetzt sofort, und jetzt gehen wir jetzt zu Frau Schiller. Ich habe schon Schiller gesehen. Ja, herein. Komm mit. Morgen. Morgen. Was ist hier los? Ich habe dieses Mädchen in der Runde spielen gesehen. Mhm. Auf der Toilette oder wo? Ja, auf der Toilette. Mhm. Frau Schiller? Ja, ich hätte hier zwei für Sie. Ja, die können Sie mir gleich mal ins Büro dann schicken. Gut, geht rein. Nimm die Spüldose bitte mit. Hallo.
Und zwar, ich habe dieses Mädchen in der Toilette mit dieser Dose gesehen. Ach du schon wieder. Kommst du neulicherweise eigentlich nur noch auf Blödsinn? Hä, ich wollte nur die Schule schöner machen. Die Schule schöner machen? Ja, sag mal, es ist eher hässlich. Sag mal, geht's noch? Wenn Sie die Schule genauer gucken, guck mal, wie es hässlich ist. Die Schule ist ganz normal. Wenn es Ihnen nicht passt, dann können Sie gehen. Frau Neiser, können Sie bitte diesen Dreck hier wieder wegräumen? Natürlich. Sag mal. Dankeschön. Bitte. Herr Autsch, haben Sie zufällig eine Idee für eine Strafe? Ja, Sie kann mit mir zum Keller kommen, da weiß ich genau, was ich sauber machen kann. Gute Idee, Herr Autsch. Da stimme ich was dazu. Was ist denn neben schon? Nicht in den Turm fallen. Ich werde dieses Jahr was ändern in die Schule. Okay. Mhm. Ja, komm jetzt mit. Komm mit, ich hab im Keller viel Arbeit für dich. Nein. Das Licht funktioniert hier leider nicht, deswegen musst du nur mit arbeiten. Ach du Heilige, ich hab Angst. Du musst. Und was ist das denn hier? Das ist alles, was du sauber machen musst. Hier ist ganz viel zu tun, da hinten nur ganz wenig. Ich bin dein Wesen. Denkst du, dass ich in einer Stunde es fertig mache? Nein, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde sogar? Ja. So ist leider die Strafe für dich. Du musst denken, bevor du irgendwas machst. Jetzt, wie arbeite ich? Kein Licht? Du musst alles so kehren in diese Ecke. Ich kann nicht sehen. Geh waschen ab. Danke. Bitte. Niemals. Komm eine halbe Stunde wieder. Mein Leben ist scheiße, Bruder. Was ist das denn für ein Netzwerk? Ich wünsche mir, ich konnte einmal direkt rausgehen. Ach, heilige Säcke. Das ist gut. Was ist das? Wo ist das? Wer bist du? Was bist du? Wer bist du und was willst du von mir? Deine Wut hat mich gerufen. Ich verspüre, du hast einen Wunsch. Ja, ich habe einen Wunsch. Und das ist, dass ich der Chef bin hier. Von dieser blöden Schule. Ich habe deinen Wunsch erhört. Was ist passiert? Warum bin ich so angezogen? Ich komme so spät zum Unterricht. Nein, tust du nicht. Wer bist du? Ich kann das jetzt nicht erklären. Du musst jetzt schnell ins Sekretariat. Warum? Los! Ich müsste nachher mit Ihnen noch mal was besprechen. Ich habe auch vor. Die hat unnötig voll Geld gegeben, ne? Guten Morgen, Frau Direktorin. Ich gehe schon mal auf, okay? Sekretär. Ja, das ist auch Augenzimmer, oder? Okay. Ich weiß nicht, was ich mache. Okay, ist es dran. Wie sich aus. Ich sehe alt aus. Sogar die Brille. Aber mein Wunsch ist dafür, ich kann endlich machen, was ich will. Ja, ja, dein Wunsch ist wahr. Doch, du musst ins Sekretariat, denn du hast noch sehr viel Arbeit vor dir. Los! Okay. Dann nur auf den. Frau Neiser, können wir bitte einen neuen Spielplatz machen? Das geht nicht, wir haben kein Geld mehr in der Schulkasse. Ich bin hier für Direktorsachen zu machen. Hallo. Frau Reuter, können Sie sich vorstellen, dass er will, dass wir den Spielplatz hier an der Schule erneuern? Hä, lassen Sie ihn doch.
Ab sofort dürfen jeder Schüler, was er will, machen, was er will. Na gut, dann versuche ich es zu regeln, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Mach es. Ich gehe jetzt mal zu. Ich bin Direktor. Mein Wunsch ist erfüllt. Ah ja, jetzt darf ich machen, was ich will. Ich stelle mir neue Regeln auf. Welche ja? Ich habe ein paar Ideen. Los! Achtung, Achtung! Guten Morgen, hier spricht Frau Reuter. Ab jetzt gilt folgende Regel: Jeder kann machen, was er will. Es gibt keine roten Blumen, wer es will. Wenn die Schule was kauft, dann wird es auch gekauft für die Schule. Jeder darf, wann er will, nach Hause gehen. Viel Spaß! Dann beschwere ich mich jetzt. Neue Tafel. Hallo, spreche mit den Notdienst. Ja, ich hätte gerne einen Krankenwagen, damit ich, weil jemand hat sich verletzt. An die Münster Mittelschule Hof, bitte. Danke. Tschüss.
Was ist denn mit dir? Ich wollte noch sagen, Frau Annemeier, ich hatte alles richtig und die gibt mir eine 6. Eine kurze Durchsage. Liebe Frau Reuter und liebe Lehrer, bitte halten Sie umgehend eine Lehrerkonferenz ab, um die Situation zu besprechen, sonst drehe ich hier noch durch. Hilfe! Ja, wie soll man hier Unterricht noch machen? Das ist ja unmenschlich. Das ist so schlimm, ey. Ja, die Kinder gehen hier in die Schule, damit sie lernen. Unterschön? Wir können doch nicht mal Unterricht machen, weil die Direktorin sich sowas ausgedacht hat. Ja, ey, wie soll man das schaffen, wenn die Kinder die ganze Zeit rumschreien? Guten Morgen. Ja. Für die Lehrerkonferenz, warum sind die Hälfte weg? Weil die nach Hause gegangen sind. Hä, hey, warum? Weil man keinen Unterricht mehr machen kann. Ja, genau. Sag ich etwas ermutigend, das. Ihr seid Lehrer, ihr schafft das einfach von alleine. Na, wenn's so ist, gehen wir auch. Was mache ich jetzt? Dann gehe ich auch halt. Ich habe gar nichts zu machen. Alle Lehrer sind weg. Ja, wenn das jetzt so weitergeht, bin ich auch bald weg. Dann gehe ich erstmal auf den Weg. Was soll ich jetzt noch machen? Kein Plan. Ich habe auch keine Idee, aber hier ist eine Süßigkeit. Vielleicht ist da ein bisschen besser. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung. Dann gehe ich halt den sauberen Fußboden. Mach das. Steh auf! Lili! Oh. Lili, steh auf! Ich will nicht mehr Direktorin sein. Was lauferst du? Steh auf! Zurück. Du bist im Leben! Ich such dich schon überall! Warum legst du überhaupt hier? Wir haben Schule aus, komm mal nach oben! Ich erzähl dir alles gleich. Was? Was passiert ist? Irgendein scheiß Sauberer ist gekommen! Wir sind die Einzige in der Schule. Einzige? Ja, komm jetzt. Oh, ich muss was sehen. Ich suche dich überall. Ich habe von einem dummen Zauberer geträumt. Und ich bin irgendwie vielleicht eingeschlafen. Und was machst du jetzt? Jetzt gehe ich zu Sekretär und muss was sagen. Ist sie vielleicht nun im Keller beim Putzen, weil die Eltern und die Polizei ist auch schon informiert. Ich habe überall nachgeschaut, im Keller, alle Stockwerke, die waren nirgendwo zu sehen und die Sachen im Keller waren überall noch auf dem Boden. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Ich bin hier. Was machst du denn hier? Ich muss schnell mit der Direktorin reden. Frau Schiller, sie ist wieder da. Du kannst zu ihr gehen. Danke. Ich rufe ganz schnell die Eltern in die Polizei. Du schon wieder? Was willst du denn? Ich will nur was sagen. Ich bin so fröhlich, dass du die Direktorin bist. Nicht ich. Und die Regeln sind sehr gut. Okay, ich weiß gerade nicht, was mit dir los ist, aber na gut. Okay, ich muss schnell gehen. Tschüss. Ciao. Weil zum Glück haben wir alles im Sekretariat geklärt. Zum Glück haben wir auch noch Frau Schillers. Ihre Regel ist so gut. Seit wann du magst Frau Schiller nicht und die Regel magst du auch nicht. Wenn du meinen Traum gehabt hast, dann würdest du mich jetzt verstehen. Was hast du denn geträumt? Thank you.
Wenn du wüsstest, was ich geträumt habe, würdest du mich jetzt verstehen. Was hast du denn geträumt? Du bist ja schon hier. Was? Geh weg jetzt. Ich will dich nicht mehr von meinem Leben. Ich habe gespürt, du hast einen Wunsch. Ja, ich habe einen Wunsch. Und das ist, dass ich der Chef von dieser blühenden Schule bin. Al-Bahruja. Deine Mutter. Vor, ich hätte Siri, die moderierte Madrasa. Bist du ehrlich? Ich habe gehört, du hast einen Wunsch. Ja, ich habe einen Wunsch. Und das ist, dass ich der Chef bin hier. Von dieser blöden Schule. Schau mich ernst an, okay? Du musst mich berufen. Ja. So mäßig. Deine Wunsch. Digga, ich kann nicht mehr essen. Das ist lustig, aber ich spüre, du hast einen Wunsch. Warte, guck mal. Ich verspüre deinen Wunsch. Verspüre deinen Wunsch? Ja.